Ihr kennt das ja bestimmt alle. Ja, die Zeit ist knapp, die Wohnung sieht aus wie die Sau, es muss Staub gesaugt werden, es muss gewischt werden und kaum ist man damit fertig, kann man gerade wieder von neuem anfangen. Es gibt ja Leute, die freuen sich darüber, wenn sie Taschen, Schmuck oder Klamotten geschenkt bekommen. Freue ich mich natürlich auch, aber wenn so ein Paket hier ankommt, freue ich mich umso mehr. Da lacht mein Hausfrauen- und Mutterherz. Und was da drin ist, zeige ich euch jetzt mal. Ja. Tada! Der Crosswave. Ein Staubsauger, der auch wischen kann. Wir werden den jetzt mal auf Herz und Nieren testen und zeigen euch dann, wie wir damit zufrieden sind, was der alles kann. Und ja, freuen wir uns schon total drauf. Und so sieht er dann aus, der gute Crosswave. Ich habe das jetzt mal alles ausgepackt. Da haben wir hier jetzt den Staubsauger. Dann gibt es da die Haltestange, den Tank und die Reinigungsschale. Und natürlich ein großes Beschreibungsheft in allen möglichen Sprachen. Der hat hier unten, genau wie die normalen Wischmops, eine Rolle. Die befeuchtet man dann an. Und zwar gibt es hier oben zwei Knöpfe, einmal für Teppiche und für Hardfloor. Und hier unten mit dem kleinen Knubbel da, mit dem Schalter, gibt man Flüssigkeit dazu. Die wird hier oben reingefüllt. Ganz einfach, man klipst das einfach hier raus. Jetzt muss ich mal gucken, ob das geht mit einer Hand. So, ach, jawohl, habe ich's. Füllt hier die Flüssigkeit ein. Und dann kann man auch schon loslegen. Füllen kann. Wenn man jetzt wenig zum Putzen hat, nimmt man die geringere Einstellung. Hat man mehr zum Putzen, nimmt man die größere Einstellung. Dann füllt man einfach das Putzmittel, das dabei ist, mit hinein. Ich mach das jetzt mal. Und zwar bis zum Strich. Zack, so ist es fertig. So, und dann dreht man das Ganze wieder zu. Setzt das jetzt quasi wieder hier rein und dann ist der Crosswave auch schon startklar und ich lege jetzt mal los. Wir haben nämlich hier, naja, so einige Sachen, wie man sehen kann, haben die Kinder rumgekrümelt und das sauge ich und wische ich jetzt mal auf. Hier klebt es nämlich auch ganz schön und mal gucken, ob das dann richtig sauber ist. Test im Kinderzimmer. Der Kleine ist zu Hause, hat sich Käsestangen geschnappt und hat die hier auf dem Teppich anständig verkrümelt. Hier, Krümel, alles auf dem Teppich und das saugen wir jetzt weg. Der Teppich ist leicht angefeuchtet, aber und sauber. Nicht mein Teppich eigentlich. Und der ganze Schmodder ist jetzt hier drin in dem Auffangbehälter. Den kippe ich jetzt mal aus. So, Ludwig nimmt das jetzt mal raus hier. Na, nimm mal. Ja. Und guck mal, was da drin ist. Und die ganzen Krümel sind ja auch drin. Also, der saugt schon anständig was ein. Kann man nicht meckern. Ich wusste ja, dass unser Kinderzimmerteppich dreckig ist. Aber so, oh mein Gott. Was der hier rausgeholt hat, das ist ja der Oberhammer. Alter Schwede, jetzt bin ich aber schon ein bisschen geschockt, was da aus dem Teppich rausgekommen ist. Das hätte ich am Lebtag nicht für möglich gehalten. Ich wusste zwar, dass der total verdreckt ist, Kinderzimmerteppich halt. Und meine langen Haare, die fahren auch überall rum. Aber so, oh. Ich glaube, wir denken jetzt mal ernsthaft über einen neuen Teppich nach.
wir sind jetzt fertig mit Putzen und ich zeige euch mal, was für eine Brühe dann hier rauskommt. Ja, Ludwig, ich guck gleich. Und so sieht das aus. Jede Menge Schmodder. Also der holt schon anständig was raus und hat Schmackes daran. Ja, also wir haben jetzt den Crosswave auf Herz und Nieren testen dürfen. Wir haben den jetzt auf Parkett getestet, wir haben den auf Kork getestet, auf Teppich. Wir haben auf Fliesen bzw. auf Marmor getestet. Und ich muss sagen, das Teil ist wirklich super. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war das Kabel. Das hing mir immer irgendwie im Weg. Und ich habe das dann so gemacht, ich habe das mit hochgenommen und habe das halt einfach am Haltegriff mit festgehalten oder mir einfach über die Schulter geworfen. Ich kann sagen, das ist eine tolle Sache, besonders wenn man so viel und so große Flächen hat wie wir. Jetzt für die kleine Wohnung oder für kleine Flächen würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen wollen. Bei Treppen ist es auch ein bisschen schlecht. Und wo es noch ein bisschen nicht so toll ist, ist unter irgendwelchen Sachen drunter. Ja? Weil der Winkel ist ein bisschen schlecht, dass das vordere Teil dann kippt. Aber ansonsten muss ich sagen, top. Und das war unser Testbericht vom Crosswave. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Däumchen nach oben gebt. Ansonsten abonniert doch gern meinen Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bald mal wieder reinschaut. Bis dann. Ciao.